Herzlich willkommen zur nächsten Pikmin 3 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suevo und wir müssen dieses Monster da besiegen. Wir lassen das mal so. Wir nehmen jetzt mal nur Flugpikmin mit und machen mal hier rum, damit wir mal ein bisschen was an neuen Pikmin dazu bekommen. Würde ich sagen. Unseren neuen Flugpikmin. So. Hier ist noch eine Blume. Das ist ganz gut. Die will ich eigentlich nicht unbedingt bekämpfen. Gucken, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht, dass die kämpfen. Sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. Eigentlich. Ja, Notfallsituation ist schon klar, Mann. Kämpft gegen das Vieh, gut ist. Macht's kaputt. Angriff von oben, jawohl, Mann, sehr geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Holt es euch. Oh Mann, es hat immer noch zu viel HP gehabt. Gibt's ja gar nicht. Nein, das Rot. Wartet, Leute. Ihr macht einfach keinen Schaden, ey. Ist so krass. Dann transportiert's mal ab, Leute. So, dann sollte das auch genügend sein, hoffe ich mal. Gucken wir mal. Haben wir hier. Gucken wir die restlichen noch mal. Zack. Nur da hinten noch. Okay, das sieht gut aus. Pflücken. So, dann sind es bei 83. Dann nehmen wir jetzt noch 17 von den anderen mit. So. Oh, dich wollte ich nicht werfen. Nehmen jetzt noch 17 von den Steinpikmin mit, falls wir irgendwie was runterwerfen müssen oder so eine Spinne oder sowas. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Bosskerl. Kannst auch ruhig mitkommen. So. Dann gucken wir mal, wie das mit 83 Flugpikmin wird. Hier rüber. Kommt ihr auch alle? Ja. Gut. Jetzt hier über die Brücke und dahin. Gucken wir mal, wie das wird. Auch wenn das fast alle unsere Flugpigmente sind. Ich hoffe, dass das kein Debakel wird. Trotzdem dürfen wir wirklich mal eine neue Pigment-Population starten. Nur aus Flugpigments. So, und schauen wir mal. Zack. Sie beschützen sie. Mhm. Sieht so aus. Können aber ja unendlich weiter feuern, das ist das Gute. Und die töten die ja irgendwie auch. Von uns ist auch noch keiner gestorben, das ist ja das Gute. Okay, jetzt können wir erstmal unsere alle wieder zusammenrufen, würde ich sagen. Können wir alle wieder her, meine Pikminse. Zack. Zack, ihr auch, da bitte. Nutzen wir die Chance, das sehe ich aber auch so. Warum treffen wir dich nicht, Kollege? Wollen wir hier einfach mal so machen, was ist dann? Da passiert gar nichts, okay. Hier, retten wir euch mal erstmal. Hier, zack. Was passiert jetzt, wenn wir euch hier so loslassen? Passiert gar nichts, okay.
check's irgendwie nicht so ganz, warum er hier dann nicht angreift. Wenn er euch da loslässt. Okay, kommt wieder her, meine Freunde. Alle bitte. Warum greift ihr die denn an? Warum treffe ich die nicht? Das komische Kackvieh. Jetzt treffe ich sie, oder was? Okay. Kommt, helft denen mal alle da. Kommt mal alle her. Ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn ihr da groß angreift. Werden sie den Kram da machen. Wir weichen dem jetzt nämlich erstmal aus. Und jetzt greifen wir den an. Egal wie. So, jetzt haben wir ihn im Target. Das ist gut. Wir müssen ihn wirklich direkt im Target haben. Ansonsten hat es, denke ich, keinen Sinn. Okay, jetzt ist es auf dem Boden. Wenn es auf dem Boden ist, können wir vielleicht doch noch mehr angreifen. Okay, das ist ganz interessant. Okay, benötigen Hilfe. Hier vorne ist eine, die Hilfe benötigt. Verstanden. Steinpigmünze. Okay, okay, okay. Müssen wir erstmal wieder warten, bis sie ihren Schwachsinn machen. Was chillst du da rum? Ja, macht ihr das auch mal. Okay, macht das, glaube ich. Ja. Dann kommt mal alle mit. Alle mitkommen, alle mitkommen, alle mitkommen. Jetzt haben wir einige rausgezogen, aber ist mir ziemlich Wurst. So, jetzt habe ich ihn im Target. So, hatte ich ihn im Target. Hab ihn wieder. Okay. Jetzt müssen wir vielleicht dort die Steinkopf-Pigmünze da drauf feuern. Ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht das Geheimnis an der ganzen Geschichte. So, jetzt holen wir erstmal die hier wieder alle runter, dass wir unsere Pigmünze hier erstmal retten. So, zack, 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 zack. Rettet die mal. Das macht ihr ganz gut so. Okay, kommt alle wieder her. Okay, ihr habt alle wieder bei mir. Was macht ihr denn jetzt, den verrückten Kack? Leute, Leute. Na, kein Freund von, was ihr da macht. Das sieht verrückt aus. Okay, wir sind ganz schön viele Pigments uns weg. In dem Moment. Okay, wir haben ihn wieder. Okay, es läuft, 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 läuft. Wir treffen auch ganz gut. Das ist super. So, bitte hier angreifen. Angreifen, 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 angreifen. Komm, keine Pigments verlieren, keine Pigments verlieren. Das ist das Wichtigste. So. Alle herkommen. Okay, ich hab alle scheinbar. So, wie auch immer, wir müssen jetzt hier angreifen. Warum treffen wir dich nicht? Jetzt haben wir dich, okay. Komm runter, komm runter, komm runter. Auf dem Boden, genau so stelle ich mir das vor. So, jetzt lassen wir hier wieder alle retten. Läuft auf jeden Fall jetzt mal wieder. Weil für einen Bosskampf dauert halt nur eine Weile, weil er doch relativ stark auch ist, würde ich sagen. Okay, alle herkommen. Guck mal, eigentlich auch euch angreifen so ein bisschen noch. Geht ein bisschen weniger weg. Ist auch schon mal vorteilhaft, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Oh, das war richtig gut, glaube ich. Die da unten auf dem Boden rum, auch nicht schlecht. So, das müssen wir erstmal wir alle wieder hier zusammenkriegen. Zack, zack, zack. Er hat kaum noch Hilfe. Irgendwie gerade, das ist ganz geil. Jetzt hat er aber ganz schön Haufen wieder. Wahnsinn, jetzt hier. Müssen wir auf jeden Fall kämpfen, denke ich, sonst hat das gar keinen Sinn hier. Haut sie alle rein, da haut, 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 haut alle rein, haut, haut rein. Kommen nämlich immer näher. Lassen wir mal alle los hier, das hat vielleicht auch einen guten Sinn. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder ihn treffen. Doch, komm. Verdammte Kacke, warum treffe ich euch nicht? Okay, wie auch immer. Wir müssen jetzt erstmal die Pigments wieder retten. Dann haben wir hier ganz schlechte Karten. So, dann gucken wir mal, dass wir euch da oben vielleicht auch noch treffen. So, erstmal alle zusammen gucken. Kommt bei, meine Leutis. Greift ruhig an. Trifft hier ruhig mal eine Runde hier.
Okay, das war ganz gut, denke ich. Sollen wir den nur abwerfen, wieder? Warum treffen wir dich nicht? Warum treffen wir dich nicht, verdammt? Ach Mann, warum habe ich dich wieder nicht getroffen, Mann? Jetzt treffen wir dich gerade, okay. Vielleicht hilft es, ja. Komm. Treffen wir. Ganz gut, denke ich. Besser als erwartet sogar. Kämpfen. Macht ihr gut. Okay, er tötet sie alle, das war ganz gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir treffen ihn auf jeden Fall. Weil wir sind zu weit weg und deswegen kommen die nicht an. Jetzt vielleicht. Jetzt haben wir ihn perfekt drinne. Okay, jetzt komm, jetzt müssen wir richtig Damage machen. Komm. Komm. So, hier alle mitkommen, bitte. Okay, schon Beeilung, Mann. Geht hier nur ab. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Okay, da ist er doch, der Gute. Warum treffen wir dich denn jetzt schon wieder nicht? Komm, jetzt. Ging das nicht irgendwie auch mit Anziehen oder so? Okay, ich glaube, das geht sogar. Erstmal müssen wir jetzt hier alle auf ihn jagen. Aber das hat geklappt. Ach du Scheiße, ich glaube, so hätten wir das gleich viel einfacher haben können. Egal, wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt, würde ich sagen. Okay. Ist das Captain Olimar? Er bewegt sich nicht. Wir müssen ihn zu Drake bringen und ihn verarzten. Okay. Gucken wir mal, dass wir vielleicht hier hingehen und einfach B drücken, dass sie dann von der Laute automatisch genügend Leute mitnehmen. Okay, das sieht auch gut aus. Dann transportiert den ganzen Mist mal ab, meine Freunde. So. Alles klar. Da ist eins. Zack. Warum transportiert ihr das denn nicht ab, meine Freunde? Seid ihr zu blöd für, oder was? Kleiner Zentimeter daneben und kein Bock, oder wie? Schon klar. So. Da ist auch noch einer. Gut. Ich hoffe mal, ihr schafft es noch alle rechtzeitig. Okay. Ich glaube, ihr schafft das auf jeden Fall nicht rechtzeitig. Deswegen kommt ihr mal besser wieder mit mir. Gehen wir jetzt erstmal hier hinterher. Also diese Einser-Gedönse müssen wir alle mal abbrechen. Okay, wir müssen uns glaube ich ein bisschen beeilen, dass wir vorne die überhaupt nur abbrechen können. Nicht, dass gleich eine haufenweise Pigments uns hier verloren gehen. So, ich komme mal alle bitte mit hier. Wir müssen das mal alle abbrechen hier, Freunde. Sonst haben wir Probleme. Okay, dann haben wir wenigstens noch ein paar abgebrochen. Sonst hätte es nämlich Probleme geben können. Wenn wir so viele verloren hätten. Aber wir haben den Boss geschafft, das ist das Wichtigste. Müssen wir jetzt das nächste Mal nur den ganzen Mist abtransportieren und gut ist. Und dann geht's hier, denke ich, auch mal wieder weiter. Super gut. Aber ich denke, mit dem Zielen und Anvisieren ist vielleicht bei einem Bosskampf ganz gut. Heute haben wir keine Früchte gesammelt. Ja, dafür haben wir den Boss geschafft und kriegen das nächste Mal haufenweise Früchte. Ja, ist schon klar. Jetzt lässt sich die Mühe des Tages vergessen mit dem Essen und schade, dass sie teilen muss. Ist schon logisch. Sehr schön, wir sind noch ganz gut versorgt. Auf jeden Fall. Tag 23 beendet. Boss geschafft. Ja. Sieht man aber halt noch leider nichts davon. Aber egal. Als wir die gigantische Kreatur besiegt haben, fiel uns Olimar direkt vor die Füße. Doch durch den nahen Sonnenuntergang blieb uns nichts weiter, als seine Rettung abzubrechen. Wir müssen ihn morgen zu Drake zurückbringen. Sollte ihm etwas zustoßen, finden wir unseren Überlichtschlüssel wohl nie und können nicht mehr nach Hause zurückkehren.
Ja, so viel dazu. Speichervorgang abgeschlossen. Tag 24. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil wir Olima so zurückgelassen haben. Ob er wohl schlafen kann? Er war die ganze Nacht da draußen, aber ich empfange zum Glück noch immer Lebenszeichen. Was für ein beinharter Kerl. Ich bin überrascht, dass er nicht von den diversen Kreaturen dieses Planeten gefressen wurde, oder? Wir sollten vielleicht so bald wie möglich eine Rettungsmission starten. Ja, das machen wir erst das nächste Mal. Wir beenden die Episode an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Würde mich über Comments und Likes freuen. Und ansonsten, ja, sage ich ciao ciao und noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.